Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Starfield und heute Quick und Dirty, schnelles Leveln. Denn, ja, nicht jeder hat Lust, sich eine Werkbank zu stellen und 1 Million Aluminiumrahmen herzustellen. Es gibt natürlich auch andere Methoden und die haben auch ihren Vorteil zum anderen, dass man natürlich weiter seine Skills leveln kann, sprich die Herausforderung seiner Skills weiter nach oben bringt, zum Beispiel Isolation, wenn man halt das Ganze macht, ohne ja, jemanden dabei zu haben. Man kann seine kompletten Waffenskills natürlich skillen, weil töte so viele Gegner mit ballistischen Waffen, mit Energiewaffen, wie auch immer. All das könnt ihr machen und obendrauf gibt es verflucht viel Erfahrungspunkte. Wir sind hier im System Strix, ihr habt es gesehen, ganz weit außen, relativ hoher Level, da könnt ihr auch mit kleinem Level hin, ne? Keine Sorge, da könnt ihr also auch mit einem kleinen Level hin, mit 25 oder sowas überhaupt gar kein Problem, das Ganze zu machen. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen höher, aber das geht trotzdem. Und zwar haben wir hier auf Strix, ihr müsst dann auf den ja, Landeort achten, ne? Eisige Wüste würde ich da nicht gerade landen, auf alle Fälle, sondern eher halt ja, in solchen Gebieten hier. Hier haben wir einmal kurz, habe ich nur von oben so einen kleinen Überblick genommen. Und dort fliegen diese Viecher in der Luft und zwar en masse, wirklich en masse. Ihr braucht jetzt auch nicht unbedingt einen Sniper mitnehmen. Ihr könnt die auch mit der Pistole anhitten. Das Schöne ist, die kommen ja eigentlich, sobald die angegriffen worden, die Gegner kommen auf euch zugeflogen, sodass ihr euch eigentlich ständig in einem Riesenwust von Gegnern befindet. Hier seht ihr momentan mein Isolation-Level hier mit hoch. Wie gesagt, könnt ihr auch gerne natürlich machen mit ballistischen Waffen, mit Energiewaffen. Ihr bekommt relativ gut Erfahrungspunkte, oder das heißt, für normales Leveln bekommt ihr massiv Erfahrungspunkte. Massiv, weil wir einfach so wahnsinnig viele Gegner haben. Zwischendurch werdet ihr sehen, dann sind dann auch Gegner von Stufe 90 dabei, die brauchen dann halt auch manchmal ein paar mehr Treffer und die geben dann natürlich noch mehr Erfahrungspunkte, habt ihr gerade gesehen, 141 für den und die kommen halt geflogen und dieser Planet, ihr braucht eigentlich nicht einmal abzuheben, ihr müsst zwischendurch zwar ein bisschen durch die Gegend rennen, um wieder neue Gegner zu finden, also nehmt euch Amps mit, damit ihr ein bisschen schneller über den Planeten lauft, aber ihr habt ohne Ende, ihr habt wirklich ohne Ende. Wenn ihr erst einmal angefangen habt, dass ihr Gegner findet, dann sind so viele da, dass es ja, sich gar nicht lohnt, irgendwie nochmal mit dem Raumschiff abzuheben und an einer anderen Stelle zu landen. Macht gar keinen Sinn, in meinen Augen auf alle Fälle. Und das ist es schon. Mehr ist hier wirklich nicht zu tun. Ihr killt halt einfach Gegner und es sind mehr als genug Gegner wirklich für euch da. Klar, wie gesagt, diese kleinen geben natürlich wenig Erfahrungspunkte, aber es sind genug Hochlevelige da und ich kriege die ja, wie gesagt, auch mit Level 25 klein. Ich hatte schon mal so ein Video gezeigt gehabt, da war ich, glaube ich, Level 25 gewesen. Ich habe jetzt hier halt nur diesen neuen Planeten gefunden. Klar, ich bin ja momentan am Galaxis erkunden, am Planeten erkunden. Hab dann hier diesen Planeten gefunden und habe gedacht, meine Güte, das nimmt ja gar kein Ende mit diesen Gegnern. Das nimmt ja überhaupt gar kein Ende und es sind teilweise was 20, 30 und dann tut mir auch ein Gefallen, wenn ihr zusätzlich dann auch noch Zoologie oder ähnliches leveln wollt, lootet die Gegner, ne? Weil das ist ja auch dann dafür, sammelt so und so viel organische Materialien ein. Lootet die Gegner, ich habe beim letzten Mal gesagt gehabt, lass das Loot liegen, aber halt wie gesagt, man kann ja nebenbei seine Skills leveln. Deswegen empfehle ich euch auf alle Fälle noch zusätzlich die Gegner obendrauf zu looten. Das war's, quick und dirty. Viel Spaß beim Leveln. Ich sage danke, hat euch das Video gefallen. Denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.